Jo, da sind wir schon wieder. Moin, moin auf YouTube. Liebe Leute, danke wieder fürs Reinschalten zu einer weiteren Folge. LS19 hier, der Mitschnitt vom Stream Donnerstagabend. Gewinnspiel haben wir gehabt. Und paar, genau, und die Parkscheibe nicht vergessen, wenn du Pakete ablieferst, sag Big Bayern Fan. Bayern Fan, das mit außer ist erledigt. So. Holzstämme zum Sägewerk. Ja, wir haben also sehr, sehr viel theoretisch zu tun. Ich weiß auch nicht genau, wo ich tatsächlich anfangen soll, wo aufhören. Das ist eh fast hoffnungslos, wo wir auch schon bald wieder beim Schwierigkeitsgrad-Diskussion der Marsch sind. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare. Hab gerade eben noch einmal schnell übergelesen. Da war noch ein ganzer Schwung Rückmeldung bei. Der überwiegende Schwung sagt tatsächlich, die Marsch ist ein bisschen zu leicht. Einige sagen aber auch, passt genauso wie es ist. Da gehen die Meinungen logischerweise wie bei immer so gut wie allem auseinander. Und so ist es ja auch gut. Ich will natürlich auch nicht, dass es zu schwer wird, dass man sich keine Produktion mehr leisten kann und so weiter und so fort. Ich werde jetzt auch für LS19 logischerweise kein großes Rad mehr drehen. Ne? Das ist ja ganz klar. Das ist höchstens so ein bisschen, um ja, ein bisschen Feedback zu sammeln, ein bisschen zu hören. Hier müssen wir nochmal gucken. Da können wir am besten über das Position Farm Menü gucken. Schwierig zu sehen. Wo waren wir denn wohl? Hier hinten wahrscheinlich, oder? Ja, nur um so ein bisschen Feedback aus der Runde zu haben. Genau. Onkel Nano schreibt schon, mag sie, wie sie ist. Fisch zur Fischfabrik, das gucken wir nochmal. Also wie gesagt, ich muss ja irgendwo anfangen, ne? Das nützt ja nichts. Ist, wie es ist. Also wahrscheinlich fangen wir vielleicht mit Sägewerk an und gucken dann mal so Stück für Stück weiter. Ich glaube, wir könnten auch hier sein. Also hier waren wir wohl schon, aber vielleicht doch auf der anderen Seite. Hier, stopp, stopp, stopp. Feld 45, ist ja gleich durch. Ich weiß jetzt auch überhaupt nicht genau, ob da jetzt irgendwie noch Dünger rauf sollte, hätte sollen. Und eigentlich sollte er doch genug hier ausgebracht haben, oder? Beim Ansehen. Soja braucht einfach nicht mehr, ne? Helles habe ich noch. Kommt auf den Spielstand an. Geld cheaten und alle Produktion bauen, alles nutzen zu können, dann konnte wieder lernen und wirtschaften. Ja, deswegen, es gibt ja unterschiedliche Spieltypen. Ich kann jetzt ja auch nicht davon ausgehen. Ich meine, ich habe jetzt hier entspannte 844 Stunden, wobei wir auch am Anfang auf der Standardkarte waren. Oder also auf einer tatsächlich hier LS-Standardkarte, dann auf der kleinen Marsch und jetzt auf der Vierfachmarsch. Alles praktisch einen Spielstand. Den hat man natürlich irgendwann so gut wie alles erreicht. Ne? Das ist, wenn wir jetzt Produkte noch verkaufen würden, ich glaube, wir würden bis zu 15 bis 20 Millionen auf dem Konto haben. Sofern wir jetzt mal alles zusammenraffen, was es hier so aktuell zu holen gibt. Und einige von euch geht es ja genauso, die haben irgendwie schon geschrieben, die haben 40 Millionen auf dem Konto, wissen nicht mehr wohin damit so ungefähr. Also generell finde ich die Idee, ich weiß nicht, ob man zum LS22 nachher umsetzen kann, dass man halt Produkte überhaupt einkauft oder halt so eine Art Wartung, Zustand generell hat, ne? Dass man ja eine Abnutzung praktisch im Gebäude hat. Man hat es ja hier bei einigen, wo man Wartung und Zustand kaufen muss. Das ist ja praktisch Wartung, Instandhaltung, wie auch immer. Und das ist natürlich eine Geschichte, die man einbauen könnte, denken könnte. Eine andere Geschichte ist auch Produktionen, die sehr komplex sind, einfach tatsächlich auch in der Anschaffung noch ein bisschen teurer zu machen. Ein bisschen, ne, moderat. Also jetzt nicht aus 800.000 8 Millionen, weil dann das macht auch keinen Sinn. Aber vielleicht schon ein bisschen teurer, das Ganze zu gestalten. Ich finde, manche Hügel sollten flacher werden wegen der Last bei Obstgarten und beim Joghurtfabrik. Über 2000, ja, das Partybeats. 1004 Stunden.
Ja, es macht auch immer noch Spaß, so nicht? Nur um das sozusagen für die Hardcore-Gamer noch ein ganz bisschen schwieriger zu machen, aber trotzdem auch. Und das ist genau diese Balance, die man dann versuchen muss, irgendwie zu finden. Man will trotzdem logischerweise die Marsch spielbar halten. Nicht komplett unmöglich, auch mal irgendwie so gut wie alles nachher auch zu bewirtschaften. Und das sind ja auch nur so Gedankenspiele, die jetzt da sind. Ne? Das heißt nichts von wegen einer nächsten Version ist das so. Das ist nur mal so ein bisschen, um in der Gruppe ein bisschen darüber zu schnacken, wo gehen die Meinungen hin. Jeder kann ja sachlich so ein bisschen seine Meinung hier reinhämmern und sagen, ich finde das gut, das so, oder ich finde das blöd, das so. Ich könnte mir auch überlegen, die Produktion mietbar zu machen, wie es ja bei den Fahrzeugen. Ich glaube, das hast du gerade genau, hast du es gerade gesehen. Genauso hast du in den Kommentaren geschrieben. Gerade rauskopiert, hier reinkopiert sozusagen. Hatte ich nämlich auch gelesen. Also ich glaube, das geht nicht. Also ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte. Man kann halt auch nur dem Gebäude praktisch einen fixen Unterhalt mitgeben. Einen täglichen Unterhalt. Ich könnte halt sagen, eine Produktion kostet halt 10.000 am Tag. So als pauschaler Unterhalt. Das ist, also das finde ich an der Stelle, also das ist wirklich die Schraube, die ich am ehesten noch drehen würde. Zu sagen, ist also das Fixum der Produktionen ist etwas höher als viele Produktionen haben halt nur 800 Euro oder so oder 1000 Euro Fixkosten am Tag. Wenn man da sagt, man nimmt 10.000 oder so pro Produktion, weil wenn man so eine Produktion platziert, macht man ja auch damit in der Regel dann bald auch viel Geld. Da kann man wahrscheinlich auch damit leben, dass sie am Tag 5.000, 8.000 oder 10.000 kostet. Und zusätzlich wäre natürlich nice, dieses Thema Wartung noch zu haben, das ja dann ein bisschen den Verschleiß widerspiegelt. Der ist ja variabel. Wenn die Produktion läuft, verbraucht es sozusagen Verschleiß, Wartung. Und läuft die Produktion halt nicht, hat man halt nur den Fixum, den täglichen. Das, so könnte ich es mir am ehesten vorstellen. Ob das im LS22 so umsetzbar ist, wie ich es mir jetzt gerade so denke, das weiß ich nicht. Das wären nur jetzt so meine Ideen, ne? Also wenn man nach 8 oder 1000 Spielstunden fast alles hat, finde ich die Marschschuppe ausgeglichen, ob man auf normal, einfach oder schwer spielt. Ich glaube, schwer wäre tatsächlich noch eine andere Nummer. Das kann man ja auch selbst da so ein bisschen mit steuern, das stimmt nämlich. Und wenn man ein bisschen schneller vorankommen will, macht man auf leicht, dann hat man natürlich auch höhere Verkaufspreise. Gerade auch bei den Getreidesorten und so weiter und so fort. Ach, nicht mehr Ration. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Erde holen. Ich spiele ja auf Mittel. APL, ich habe gerade mal die Hälfte an Spielstunden, wie fetter ich in Schichten arbeite. Ey, wie gesagt, dass die Antwort zu 60er Johnny da stimmt. Also das mit mietbar, das funktioniert so nicht, nee. Das müsste man selber dann spielen, ne? Da müsste man selber einen eigenen Multiplayer-Spielstand anlegen. Und mit zwei Höfen arbeiten, so nach dem Motto, ne, und gegenseitig, aber das geht auch, glaube ich, weiß nicht, ob das funktioniert. Alleine Multiplayer mit zwei Höfen, keine Ahnung. Wo dann der eine Hof das halt so macht und dann überweist man Geld an den anderen Hof dafür. Aber das ist ja zu aktig und dann auch zu nervig wahrscheinlich. Was mir einfällt, das ist eigentlich noch zur Version, da weiß ich jetzt gar nicht, hatte ich mit Jenny, Micha war das, glaube ich, überwiegend, ne, der den Excel-Rechner gemacht hat. Weiß gar nicht, ob ihr den schon zur Verfügung gestellt habt. Die hatten auf jeden Fall noch einen umfangreichen Excel-Rechner gemacht. Der ist aber auch erklärungsbedürftig auf jeden Fall. Jede Fabrik braucht Strom, wenn sie läuft, genau. Ja, das habe ich auch überlegt, wie man sowas geschickt machen würde mit einem Kraftwerk. Aber ich finde, also Palette Strom fand ich blöd. Und man bräuchte halt, das würde nur funktionieren bei stationären Produktionen, die einen festen Standort haben, weil dann könnte ich natürlich sagen, dass die Palette praktisch als Produkt immer an einer gewissen Stelle spawnt und diese gewisse Stelle ist dann halt Beispiel der Input einer Produktion. Aber es könnte im LS22 vielleicht ja besser werden, weil man da doch irgendwie bestimmen kann, ob das direkt zu einer Produktion geliefert wird, ne? Irgendwie sollte ich das doch verstanden. Sprich, wenn ich jetzt Mehl erstelle, kann ich sagen, dass er das direkt zur Bäckerei verfrachten soll. So hatte ich das zumindest verstanden. Deswegen, es soll ja auch spielbar machen, es soll auch Spaß machen. Ich würde jetzt nicht in, wie gesagt, jede Produktion teurer machen. Einige sind vielleicht ein bisschen zu günstig.
Könnte noch eine Schippe drauflegen. Aber wie gesagt, das ist immer so eine Gratwanderung, ne? Ich glaube tatsächlich, dass mit Wartung generell und ein bisschen teuren täglichen Unterhalt ist eine ganz passable Lösung, die auch im LS22 umsetzbar sein sollte. Ich weiß es nicht, aber ist ja auch nur so, ne, wie gesagt, so ein bisschen Gedankenspiele. So, wir füllen hier noch ein bisschen lustig weiter Erde auf, dann holen wir mal ein paar Kartonpaletten danach und dann schauen wir mal, was wir hier noch hinbringen. Also wir fangen jetzt einfach mal mit den Gemüsegewächshäusern hier an und danach versorgen wir weiteres, ne? Bei Westfalen Agrar müssen wir noch mal gucken wegen Adressaufkleber. Okay. Auf der Hot gibt es Strom für die Produktion? Fragezeichen. Ja, wie denn? Umgesetzt in Palette oder einfach einkaufen? Also so wie Wartung in der Produktion, Zustand, kann man natürlich auch sagen, ich kaufe Strom ein, so nach dem Motto, ne? Aber wie, weiß ich nicht, wie das sonst umgesetzt werden sollte, was geschickt wäre. Wie gesagt, Strompalette, das ist blöd. Natürlich kann man, das wäre aber auch zu aufwendig, überall noch einen weiteren Input, also einen weiteren Rohstoff, der heißt Strom, einbauen in jede Produktion. Und weiß ich nicht, den muss man halt einkaufen an der Produktion. Und dann leuchtet irgendwo auf dem Display irgendwie hier so ein Stromsymbol auf, von wegen hier, ne? Einen grünen Strom vorhanden oder was auch immer. Aber das würde ich jetzt auch nicht nachträglich bei irgendwie 15, 20 Produktionen oder noch mehr. Ich glaube 50 hatten wir oder so oder 40, ich weiß nicht genau. Also bei allen macht es ja auch keinen Sinn, aber bei Obstbäumen brauche ich jetzt keinen Strom. Aber das sind halt also ein bisschen wie gesagt Gedankenspieler, ne? Über die man ja in Ruhe miteinander schnacken kann. Vielleicht ja die Produktion in drei Gruppen einteilen. Einmal klein, mittel und groß. Und dann 5, 10 oder 20 1000 Tagespauschale. Ja, irgendwie sowas. Die Fabrikarbeiter fehlen. Ja, auch das ist ja so ein Thema. Eigentlich auch die tägliche Kostenpauschale, ne? Die Mitarbeiter, natürlich gibt es auch Karten, wo du rumfährst mit dem Bus und praktisch Leute einsammelst, die dann praktisch auch nur eine Palette sind, nur dass sie aussehen wie Leute, also halt einen Rohstoff darstellen, und diesen Rohstoff bringst du in die Fabrik und dann ist es irgendwann verbraucht, dann musst du neue Leute einsammeln oder so, ne? Lieber ein Kraftwerk, das mit Hackschnitzel betrieben wird, ja, aber wie denn? Wie kommt denn der Strom dahin? Sind das fest verbaute Produktionen oder sind das selbst platzierbare Produktionen? Wie gesagt, also bei stationären Geschichten, wenn die Marsch jetzt eine Karte wäre, wo alle Produktionen zu 100% ihren festen Platz hätten und von mir schon von vornherein verbaut wären und nicht selbst platzierbar wären, dann kann man praktisch ein Kraftwerk darstellen, was dann Produkte immer irgendwie spawnt. Ups. Also die, ne, die spawnen ja praktisch die Paletten irgendwo hin, das Produkt. Und das Produkt ist dann praktisch, erscheint immer halt genau da, wo es gebraucht wird. Oder halt der Rohstofftrigger von dieser Produktion ist dann halt genau da. Das ist alles theoretisch machbar, aber nee, das nicht. Den Weg würde ich nicht gehen. Na, dann lieber teurere Wartung und Solarpaneele auf die Dächer, damit du wieder tägliche Einnahmen machst, oder? Wie wäre es, wenn man die Produktionen hinzukaufen muss? Wie meinst du? Also sprich Strom einkaufen oder was meinst du damit? Oder Strommasten und man muss den im Kraftwerk produzieren mit Mistmüll oder so. Ja, es sind, ja, es ist schwierig.
Da gibt es, glaube ich, ein Kraftwerk, wo man, glaube ich, Hackschnitzel hinziehen muss. Daraus entsteht dann, glaube ich, Strom. Der Strom transportiert man den, glaube ich, zu den Produktionen. Stille Angaben, wie das Strom auf der Hot funktioniert ohne Gewehr. Ja, vielleicht weiß es irgendjemand. Natürlich kann man auch vorstellen, dass man Strom in Containern liefert, aber das finde ich ein bisschen komisch. Das ist eine Batterie, ne? Also praktisch ein Akku. Eine riesengroße Batterie, Elektroauto, keine Ahnung. Aber da weiß ich jetzt schon, ja, nee, also es, nee, das, nee. Den Weg würde ich eher nicht gehen. Aber es ist eine Variante halt, ne? Das ist ja mal hören, wie das da so umgesetzt ist. Ich weiß wohl, dass es solche Karten gibt. Ich meine auch die Holger aktuell spielt, hat auch irgendwie so eine Geschichte mit Strompalette. Also praktisch, dass man einen Akku irgendwo hinbringt, damit die Produktion Strom hat. Aber es ist ja einfach nur noch wieder ein weiterer Rohstoff, den finde ich nicht unbedingt das Beste. Ich habe mich heute kritisch heute im Video von dir geäußert, was Meinung über NF Marsch angeht. Bitte nicht persönlich nehmen. Nö, nein, ich nehme das nicht persönlich. Jeder kann sachlich seine Meinung nennen, ist ja gar kein Problem. Und wenn der eine sagt, ich möchte gerne Kollision in den Schildern und in den hier Begrenzungspfeilen haben, ist es ja auch nachvollziehbar. Aber es gibt es deswegen trotzdem nicht. Weil PV-Count, ja, ich meine, da ist auch, ist das mit dem Strom drin. Und deswegen, das kann ja jeder doch äußern. Ich glaube, wenn wir jetzt eine Umfrage machen, wie viele Leute würden sich freuen, wenn die Begrenzungspfeile an den Straßen einmal, warte, die hier alle Kollision hätten und zusätzlich alle Verkehrsschilder Kollision hätten, dann glaube ich, sind wir so bei 80-20 oder 90-10. Du wirst immer Leute finden, die das gut finden. Es wird aber auch immer Leute finden, und das war bisher meiner Erfahrung nach immer der überwiegend große Teil, der sagt, nee, bloß keine Kollision in den Begrenzungspfählen und in den Straßenschildern. Das heißt ja nicht, dass man deswegen da durchfahren muss. Man kann ja trotzdem ein bisschen versuchen auszuweichen, ne? Das ist ja jedem selbst überlassen. Aber man ist halt nicht, man hängt nicht ständig fest. Und ich glaube, gerade einige, die noch nicht ganz so gut vielleicht, oder LS-Neulinge oder welche, die nicht ganz so gut fahren können, für die wäre das ein Graus, wenn da überall Kollision drin wäre. Autodrive-Kurs sozusagen als Stromleitung. Was? Wäre es möglich, einen unsichtbaren Autodrive-Kurs anlegen, der den produzierten Strom unsichtbare Palette transportiert? Nee. Also das wüsste ich nicht. Das wäre... Oh, hier ist voll. Nee. Könnte ich nicht sagen, wie das umsetzbar sein sollte. Nee. Weil dann muss er ja auch eine Route fahren und muss ja alle Produktionen auf einer Route beliefern und so. Das ist nicht umsetzbar, glaube ich. Ja, dann ist es eher diese Rohstoffvariante, die ich sagte, von wegen Stromeinkauf. Jede Produktion kriegt einen Stromeinkauf mit einer, was weiß ich, 100.000er Volumen. Kann man einkaufen für, was weiß ich, 25.000. Wenn das irgendwann verbraucht ist, muss man halt seine Stromrechnung wieder bezahlen und praktisch neuen Strom einkaufen. Aber das kann man vielleicht auch einfach mit einer teuren... Aber weiß ich nicht. Na egal. So, guck mal. Nee, danke, bloß nicht. Oh nein, bitte nicht. Nee, bloß nicht. Brauche ich nicht. Deswegen. Es gibt aber, wie gesagt, das ist ja auch jeder. Ist ja auch unterschiedlich. Und deswegen sei ja trotzdem, nimmt man ja nicht Kurs auf die Begrenzungspfeile oder nimmt immer Kurs auf die Straßenschilder. Umschlagsbahnhof oder Bahn, ja. Kurz sagt, es reichen auch schon die Leitplanken, ja. Vulkanschnecke stimmt dem zu. Alex natürlich auch. Orchester, könntest du als nächstes Fisch-zu-Fisch-Fabrik liefern? Ja, könnte ich vielleicht. Aber ich glaube, das dauert hier noch ein bisschen. Weil ich sagte, wir machen jetzt erst die Gewächshäuser. Und die Gewächshäuser hier brauchen wir schon jetzt in Erde. Und kriegen sie auch gerade im großen Stil, damit die mal alle so gut wie voll sind mit Erde. Und dann brauchen wir hier ganz, ganz, ganz viel... Kartonpalette, weil fast alle leer sind. Das ist ja dann ja eine, genau, das ist einfach eine zweite Wartung praktisch. Nur, dass sie dann Strom heißt sozusagen. Und ja, deswegen, das sind alle so Gedankenspiele, wo man sagt, ja, kann man machen, muss man nicht machen, ne? Ach, vergiss die Pilze nicht, da sind ja noch was. Naja, dann gucken wir gleich mal. Sieht doch jetzt auch schon mal ganz gut aus. Sollen wir einmal kurz die Displays abchecken? Bei dem ersten wissen wir, er ist voll.
Nee, der zweite war voll. Ja, genau, der zweite war voll. Der erste noch nicht ganz. Hier auch noch nicht ganz. Hier auch noch nicht ganz. Hier auch noch nicht ganz. Nein. Leute, nicht immer so viel fragen. Das werden wir sehen. Ich weiß nicht, ob die Zellstoff noch genug hat oder nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ey. 255.000 haben wir noch. Ich meine bei der Molkerei zum Beispiel, dass man als Startprodukte, ja genau, die Nachricht hatte ich auch schon gelesen, praktisch, ja, das ist eigentlich ein Stück weit Sägewerk, ne? Ich sag mal, das Sägewerk kauft man, hat ein gewisses Grundstück und kann dann ja noch weitere Produktionszweige eigentlich dazu bauen. Einmal das zusätzliche Palettenwerk und einmal den Tischler eben, ne? So ungefähr in der Art wäre das dann auch mit weiteren Produktlinien. Du kriegst halt nur nicht in eine bestehende Produktion nachträglich noch weitere Produktlinien rein. Und dann hättest du halt das Problem bei bestehenden Produktionen, dass der Abgabebereich wieder neu definiert werden müsste. Ne? Weil ich kann jetzt nicht für eine und dieselbe Produktion, also ne, für, ja, ich sag mal, eine Fabrik. Nachher nicht wirklich sagen, dass dann müsste man sich bei der Molkerei vorstellen, man hat nachher 5 Trigger, wo man 5-mal unterschiedlich Papier zum Beispiel reinpacken müsste. Das lässt sich auch nicht sinnig darstellen, das geht leider auch nicht. Ja, wie gesagt, ist natürlich jeder ist sich selbst seines Glückes Schmied, Daniel. Und wenn du da Bock hast, nimmst du die Karte und packst in jedes, packst eine Kollision rein. Viel Spaß. Ich würde es nicht machen. Und Saatgut bei 4 Plantagen fast leer. Wartung in 3 Stufen. Wie meinst du Wartung in 3 Stufen? Das stimmt, aber bei den Pilzen war ich lange nicht. Ich war bei einigen Produktionen, wissen wir, ne? Letzte Zeit war jetzt wirklich überwiegend Feldarbeit am Start. Wir haben jetzt später Frühling. So ein bisschen die Zeit, wo wir, ne, hier wirklich jetzt mal die Produktion nochmal versorgen können. Aber wir müssen auch gerne Produkte einlagern, Produkte verkaufen, weil was soll das? Entweder Zentrallager richtig voll machen oder halt auch ein bisschen was direkt verkaufen. Weil eins ist auch klar, wir haben nur noch. Stand auch heute wieder in den Kommentaren. Ich habe das Datum jetzt nicht genau im Kopf, aber es waren irgendwas mit 100 Tagen noch, ne? Bis LS22. Und das heißt, ich werde hier nie wieder Erde hinbringen im LS19. Das ist das letzte Mal. Das wird sich einfach nochmal auffüllen. Eine Spritze ist fertig. Das könnte die auf Feld 45 sein. Also die Geldkassetten, also zur Not über Safe Game, ne? Über die Vehicles oder irgendwo müsste die Geldkassette ja gelistet sein in der Safe Game Datei. Und da müsste man die Position ein bisschen ändern. Hast du noch einen Rabattcode? Muss noch bestellen? Nee, kein Rabattcode. Nee, weiß nicht, war es ein Interview oder war irgendwie Gameplay zu sehen? Ich denke, ich warte bis zu Gamescom, bis es da wieder gute Infos gibt, wo man sagen kann, das lohnt sich nochmal ein Video zu machen. Andere, das ist immer, ja, ne, schwierig. Hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit und
Wie gesagt, wir müssen eh abwarten, ne? Und wir wissen alle, LS22 steht und fällt nachher sowieso mit der Modbarkeit und mit den Mods. Stell dir sich vor, es wird jetzt alles schön angepriesen, aber die Marge ist nachher nicht machbar zum Beispiel. Weil, ne, XY ist zu kompliziert für mich zum Modding oder was auch immer. Und das geht dann nicht nur mir so, das geht auch anderen größeren Moddern so. Und dementsprechend stehen wir da mit LS22, aber ohne gute Mods. Denn es ist uns, glaube ich, egal, ob der Shop schön ist oder ob die Seasons von oder Jahreszeit mit drin ist oder ob die Produktion mit drin haben. Weil Karten sind genauso wie Fahrzeug- und Drescher-Mods und so ja doch mit das Wichtigste einfach. Die armen Hühner wollen ausziehen, haben die Reisetasche gepackt. Ja, nichts zu futtern, ne? Das ist blöd gelaufen. Vermehrungsgras muss reif werden, aber auch das wird alles erst im Sommer dann sein. Ja, aber es wird schon. Irgendwie haben wir schon immer hingekriegt. Und auch Giants wird ja im Zweifel auch die Modder unterstützen, weil die wissen ja dann genauso, dass deren Spielerfolg langfristig auch nur durch die Modding-Szene getragen wird, ne? Das ist ja klar. Nee, ich denke auch, das wird schon. Man muss ja nur darauf, also ne, man muss ja nur alles bedenken. Könnte sein. Die Wahrscheinlichkeit ist aber recht gering. Meist immer nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, wir haben hier genug Erde aufgefüllt. Ich fülle jetzt einmal noch Erde auf und bringe das zu den Pilzen. Aber dann fehlt hier auch noch immer Mist, ne? Oder... als Bonus. Ja, Saatgut fehlt auch noch. Nee, habe ich noch nicht aktiviert. Brauche ich heute noch nicht. Aber also definitiv vor der Ernte, vor der ersten Ernte oder zweiten Ernte. Keine Erde mehr hier. Wo bleibt denn der Nachschub? Moin, 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 moin. Danke fürs Reinschalten. Da gab es die Beschränkung, dass die Fahrzeuge eine Gewichtsbegrenzung haben soll. Wegen hier 150.000 Liter Anhänger zieht, war Ärzte nur so eine Infosache, weil als Post zu sehen war. Okay. Mini-Keule, auch noch moin, moin. Du hast dich, glaube ich, noch gar nicht fürs Fanpaket gemeldet, oder? Oder doch? Ich müsste Shelly fragen. Weil du hast auch wie immer gewonnen, Minikeule. Wobei nicht bei dem neuen Spiel. Bei dem Gewinnspiel jetzt. Aber bei dem hier Fanpaket hattest du. Hattest du. Es ist hier keine Homebase mehr drin. Da sind sie doch beide wieder unterwegs mit 150.000 Litern. Aber man kann sagen, Spiele seit LS15 und die LS19 NFL schon schöne Karte gewonnen. Danke dir. Gemeldet hat nicht so einen schon wieder. Ja, das war vom das Giveaway, ne? Oder? Minikeule Giveaway vom letzten Monat, genau. Schon wieder Mini-Keule gewonnen. Ja, es gibt es, ne? Solltest du auf Lotto spielen. Regelmäßig Lottoscheine ausfüllen. Ich wette, du würdest irgendwann groß gewinnen. Vielleicht sollten wir einen joinen, ne? Hier. Solltest du für uns regelmäßig Lottoscheine ausfüllen. Das ist eine schöne Idee. Gut, ja, dann organisiere ich jetzt schon mal eine Runde Kartonpalette, ne? Weiß gar nicht, haben wir noch einen fertigen LKW mit Palette am Hof rumstehen? Also mit Palettentrailer? Sieht nicht so aus.
Magnolia, danke dir für den Follow. Moin moin. Der muss da doch irgendwo. Wo habe ich den denn gelassen? Ja, der ist 08, das ist 13 Jahre her, kann ich mich nicht, heute nicht mehr dran erinnern. Derzeit ist so krass viel passiert in meinem Leben, das ist ja, ne. Wenn ich das noch alles wüsste aus dem Jahr 2008, 2009, habe ich noch eine Wohnung, noch in Nordfriesland, einen anderen Arbeitgeber, keine Frau, keine Kinder, kein Haus und alles, was derzeit alles passiert ist. Wenn ich da jetzt noch wüsste, wie LS 2008 war, pff, nee. Ich weiß, es war ein Spiel. Es war grafikmäßig sehr überschaubar. Und selbst im LS 8 oder LS 9 habe ich schon eine Marsch gebaut. Also irgendwas habe ich da schon gemoddet. Natürlich auch auf Standard. Also es war schon auch so ein, ja, so ein Fernsehturm hatte ich mal versucht. Also das waren schon die ersten Modding-Ansätze. Aber da war ja diese Szene generell halt neu, ne? Und das ist, wenn du die Leute erstmal dran gewöhnst. Wer will denn jetzt wieder LS 8 spielen ohne alles? Keiner. Das will keiner. Pen Farmer sagt, am Zentrallager steht er noch rum. Das wäre toll. Sicher? Alter. Nee, geh weg. Ja. Dann Seasons hat sich wieder weggehängt. Sieht man an der Übersichtskarte, wieso Seasons? Physischen Farming oder was? Ja, Physischen Farming hat sich weggehängt, meinst du? Oder halt die Kombination aus beiden, das kann sein. Ist noch nicht ganz so schlimm. Ich speichere zwischendurch mal lieber. Ich suche jetzt erstmal einen LKW mit Palette. Ich weiß auch echt nicht, ob wir noch einen fertig haben oder ob das irgendwo ne, nicht. Nehmen wir den mit Wolle. Auch nicht besonders viel Wolle, was wir hier jetzt noch mitnehmen können. Dann können wir auf den hinteren Anhänger eigentlich schon irgendwie Gemüse mitnehmen oder so und in das Zentrallager mit reinschmeißen. Aber nicht auf Quaderballen, sondern vielleicht eher auf Paletten. Nee, ich habe obwohl die 15 halt. Weiß nicht, ob die auf noch einer irgendeinen externen Festplatte rumschlummert. Würde ich nicht für garantieren. Oh, jetzt nimmt er ja vorne das mit. Naja, ist nicht ganz so schlimm. Ich dachte aber auch hier hinten war noch so viel Rotkohl oder irgendwas, was draußen war. Ja, also ich habe hier gute Autoloader auf jeden Fall am Start. Salat ist eigentlich der falsche Bereich. Das ist eigentlich eher hier rüber, ne?
Gut, bringen wir erstmal das zur Textilproduktion, Textilfabrik, und danach geht es dann weiter zum Zentrallager. Dann holen wir Kartonpalette und fahren hier wieder hin und bringen hier Kartons hin. Da müsste gehen. Es gibt, glaube ich, unterschiedliche Varianten wahrscheinlich von dem Trailer, oder? So, wer hat denn Insta gesehen heute? Ich glaube, Shelly hat versucht, ein Bild zu posten, oder? Wer hat das schon jemand von euch gesehen? Von dem neuen Class Lexion 750, der hier meinen Platz eingenommen hat. Force hat es gesehen, ja. Also mal gespannt, wie der denn so umgesetzt ist im LS22. Ich finde so die Fotos, die man jetzt sieht im Blog-Eintrag, naja, muss man mal gucken nachher, wie er denn im Spiel wirklich rüberkommt, ne? Gut. Wie sieht es denn eigentlich hier aus mit Klamotten, Schuhen und so weiter und so fort? Also hier muss ja ein bisschen was passiert sein, ne? Durch die Schafswolle, aber auch nicht viel. Schafswolle bringt echt nicht viel. Baumwolle ist da eher wichtig für Textilfabrik, bringt mehr. Aber Klamotten. Für Leder ist hier nicht mehr am Start, aber Klamotten 387.000. Das sind einfach mal 70 Paletten, ne? Können wir, also die Ladung können wir wahrscheinlich irgendwo verkaufen. Die Schuhe können wir ja mitnehmen ins Zentrallager, weil das jetzt einzelmäßig nicht ganz so viel ist. Arbeitsschuhe. 18 Paletten, die kriegen wir ja noch mit. Auch nicht so schlimm, dass es unterschiedlich sind, weil es dann alles oben drauf landet auf dem. Wir dann erst in die Obst- und Gemüsehalle fahren und dann halt hier in die andere. Die letzte Arme nehmen wir auch noch mit. Der Drescher hat sogar ein Bandlaufwerk. Black Frost, aber die Mausunterlage müsste mal dringend ausgetauscht werden. Wie? Beste. Das kann ich nicht nachvollziehen, Black Frost.
Aber ich sehe gerade YouTube-Leute, ne, 40-Minuten-Folge. Ich glaube, das soll mal reichen für heute. Ich weiß gar nicht, Salazar habe ich noch nicht gelesen. Gerd habe ich auch noch nicht gelesen. Fällt mir gerade ein. Einer von beiden da. Westfalen Agrar noch da. Stichwort Ranch Simulator. Naja, schnacken wir uns YouTube-mäßig in der nächsten Folge, die dann irgendwie morgen läuft. Danke euch fürs Reinschalten. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.